Gut. Dann kann man glaube ich auch bewegen, wir müssen was lesen. Oh. Da. Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden. Isabel. Oh mein Gott. Oh, pfui. Ja. Was denn? Was denn du? Wie die Bonusteile da umholen. Die gebe ich nicht so recht auf. Mit so einer Scheiße wirst du echt noch sterben. Da ist ja meist noch überlegt, aber manchmal. Naja. Nein, verdammt. Es hat auch gehört. Oh nö, jetzt ist es wie hier. Zum Kotzen. Gut, wir haben's. Da oben. Bewegen. Lauf mal schon vor und guck mal dich um. Ich halte das schon fest. Hier mit rum. Vielleicht siehst du irgendwie was. Ach du Scheiße. Sag ja, das Vieh habe ich vorhin schon gesehen, weil hier oben diesen Raum war. Bei dem Geruch, bei der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen Dingern. Um. Heilige Scheiße! Nein! Gott, nein! Da kann man nicht stoppen. Ich lasse den letzten Ritter. Weiß ja nicht. Ich hab einen Komfort. Ich frage mich, was das darstellen soll. Soll angeblich ein Riesenkrake sein. Okay. Nicht angreifen. Doch, muss ich. Ih, das Vieh kann Gift spucken. Nee, Vieh finde ich total ekelhaft. Nein, Junge! Oh, Mann, ey! Ah.
Bleib da einfach tot, bis ich dann fertig bin. Bleib so lange tot, bis ich fertig bin. Ja, du bist doch fertig, liegst ja schon da. Du schläfst den Schlaf der Gerechten, ne? Ich schwör's dir. Wir wären schon längst hier durch. Wärst du nicht nur so lahmarschig? Nee, würdest du nicht erstens immer dumm rumspringen? Ich springe nicht dumm rum, ich versuche nach oben zu kommen. Im Gegensatz wo du machst ja irgendwelche Umwege. Ich komme wenigstens zu hoch, im Gegensatz zu dir. Bin ich oben? Oh. Ja, und irgendwelche Systems austesten, hier irgendwas kaputt machen, kannst du ja hoch. Sehr gut. Na, immerhin probier es wenigstens. Du hast dir verrechselt. Oh Mann, ey, warum? Ey, du bist du so ein Lappen, du bist so ein Kacklappen, ey. Du brauchst aber so viel angreifen, das Orgel. Ich meine, warum haust du da ab? So, jetzt bleibst du tot. Ich kann das nicht mehr. Ich krieg das Kotzen. Du hast bestimmt Mike gesehen. Oh, nee. Bist du schon wieder tot? Kack, jetzt allein nicht. Ich hab keinen Bock, Alter. Du kompliziert dir eine Scheiße nach der anderen. Ja, du rennst in die Leute um, ja? Die wir brauchen. Ja, und was hast du gerade veranstaltet? Wenn du nicht kannst, dann lass es doch einfach. Dann nimm den Magier und den bring um, aber ich brauch die anderen. Du bringst doch die gerade um, sag er mal. Du bist doch mehrmals jetzt überall reingeflogen. Wie gerade eben. Ach du, ey, ich bin da eben oben angekommen und du hattest beide gekillt. Beide. Ja, aber das Auge hast du deswegen auch nicht angegriffen. So. Ich bin der scheiß Magier, Alter. Wenn du den umbringst, ist es mir ja. Jetzt ist ja egal, jetzt habe ich den eh kalt gemacht. Dann sterben wer will, jetzt ist mir Wurst. Ich will auch nicht mehr rennen. Das sieht wie einer von Roosevelts Spielen aus. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Ist eher warm als kalt. Ich dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Troll. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen. Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Jetzt sitzen wir fest. Lächeln, was haben wir denn hier? Die Koboldhasser, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus, Schatz. Nicht, solange ich euch lese. Dann lasst uns außer Sicht gehen.
Was ist zum Geier da? Ich stell die Statue da. Wir sollen aus der Sicht gehen. Ich meine, ich stelle eine Statue da, also es ist außer der Sicht, ne? So hoch, oder? Ist halt wenig auffällig irgendwie. Wer sagt außer sich? Leuchte. Eins vergessen, diese Viecher sind dumm. Dumm Stroh. Mike. Ist der, der hat sich jetzt gekillt? Nee, das war auch mein Fall. Ups. Wir müssen hier raus, wo immer wir auch sind. Ja. Und wir müssen herausfinden, was mit Rosabelle und ihrer Schwester los ist. Diese Isabelle lässt die Bäume und Pflanzen zu Hause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? Vielleicht ist sie eine böse, kichernde Hexe, die verrückt geworden ist. Aber es war doch Rosabelle, die sie irgendwo eingesperrt hat. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören. Ich hätte ja eine Idee. War nur so eine Vermutung. Eine Riesenvermutung. Darf ich noch eine Idee vorschlagen? Boah, oh nicht schlecht. Da unten? Puh, scheiße. Oh, das sind sogar zwei. Die kriegt man nicht so leicht. Ich kümmere mich drum. Komm mal. Was sind denn die Brücke? Wunderbar. Ja genau, schmeiß mich runter mit den Aktionen.
Warte mal kurz. Und komm. Hilfe. Ganz schnell. Hilfe. Hilfe. Sagst du so einfach? Weit unten. Oder so. Bescheuert im Schädel. Ach du Scheiße. Hurensohn. Au. Oh Gott. Oh Gott, ey, das ist scheiße. Jetzt weißt du, warum ich hier nicht hoch wollte. Trotzdem hier ist es so.